So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt Showdown. Erstmal nachladen. Oh, was? Ja, ich glaube das Visier... Ist okay? Ist gut. Ist es so, ich mit glaub, den drei Strichen da? Ja, genau. Ich glaube, ja, das ist genau, sogar dein Visier, ne? Dann ist es das, ja. Also in der Zeit ist das mein Lieblingsvisier, ja. Do it. Oh, sorry. Wo geht denn die hin, Alter? Siehst du? Sehr schön. Ein Wurf. Also warum du das so viel gebraucht hast? Nein. Das ist gut. Hä? Lol, das gibt's doch nicht. Das ist, wir wollten eigentlich gar nicht zum... Wir wollten euch eigentlich ihn schlechter machen und den Hinweis nur mitnehmen. Ach. Oh, scheiße. Ja, was machen wir denn jetzt? Das könnten wir natürlich jetzt ausnutzen, aber... Holy shit, Alter. Hier sind halt auch überhaupt keine Ausgänge und sowas, ne? Immer noch nicht? Da hinten flippt eine Frau aus. Ich weiß aber nicht, ob es wegen uns ist. Doch, das ist ein anderer Spieler. Shit. Sollen wir die direkt angreifen, oder? Siehst du die? Ne. Unten im Wasser. Glaube ich. Ja, das sind sie. Ich spring runter. Komm mit. Hab einen. Der andere ist oben. Da, hier. Ja. Ich zünd den anderen an. Ich muss mich kurz heilen. Ich lad nach. Bist du oben? Nee, nee. Also er ist noch oben. Gut, ich hab nachgeladen. Brennt er vor sich hin? Ja, ja. Ich höre die Schritte nach oben. Ich überlege gerade, ob ich zu dir kommen soll. Wo stehst du da? Ich muss auch nachladen. Vorsicht, da ist irgendwas. Da hat irgendwas geworfen. Er ist in der Nähe von mir irgendwo. Okay, krass eigentlich, ne? Mein Herz schlägt gerade zu heftig, das glaubst du gar nicht. Die Runde beginnt halt echt heftig. Er ist bei mir. Mehrere Schritte. Ja, zwei, ich bin Leute aber auch gerade gegangen. Aber ich bin auch gegangen. Nee, ja. zwei Schritte oben. Ich geh. Ja. Oh, halt, nee, sorry, das ist ein Monster. Sorry. Einen habe ich erwischt. Sehr gut. Ich muss nachladen. Ich höre noch andere Schritte. Irgendwo runtergesprungen oder so? Nee, noch Holzschritte oben. Aber wir haben keine Dreierteams erlaubt, oder? Nee. Aber eigentlich hätten wir den vielleicht pushen sollen jetzt, weil nicht, dass er den anderen irgendwie wieder... Doch, da ist immer noch einer. Direkt über dir. Ja. Der hat ihn wiederbelebt. Scheiße. Oder irgendwie sowas ähnliches. Scheiße. Oh, fuck! Ich bin tot. Hab auch einen. Hinter mir. Was ist hinter dir? Oh. Mit dem Rücken geschossen.
über dir. Denk dran, du hast nur 3 Schüsse noch. Hä? Wie viele Leute sind denn hier? Oh Gott. Ich könnte dich wiederbeleben. Können wir dich kurz decken? Ja. Also hier sind gerade richtig viele verreckt, Alter. Sind hier alle gerade oder was? Der Schlechte ist auch schon... Das Scheiße ist, das Fächern hat es gerade gar nicht gebracht, weil er einfach zu weit weg war. Das war ein totaler Fail gerade von mir. Aber die habe ich, glaube ich, auch wiederbelebt. Ich glaube nicht, dass es viele sind. Ich glaube, die tun auch nur die ganze Zeit. Wow, fucking. Wo denn? Hä? Ich bin fast 1% HP noch. Holy. Ich Vorsicht, ich glaube, er kommt was. Beschützt mich. Müssen wir machen. Ich weiß ungefähr, wo es ist, aber ich kann, glaube, vielleicht hier durch diese Tür durchgehen. Ja, ja, das ist gut. Ich mache auf. Oh, oh, oh. Mach ich wieder zu? Was, ehrlich? Sollte auf. Wozu? Ich habe keine Ahnung. Ja, obwohl, nee, da hat er gerade auch Dynamit hingeschmissen. Dann komm, geh mal hier lang. Rückwärts. Hier ist ein bisschen gepusht, weil wir gerade echt blöde Pussy haben. Ja. So, besser. Der hat irgendeine fette Waffe, also er macht echt viel Schaden. Hm, ich überlege gerade, ob wir einfach weiter... Ach, der Schlechte ist auch... Der wird schon verbannt. Ja. Da, oben. Bin mir nicht sicher. Vorsicht! Was? Da ist was geflogen, oder? Ich auch nicht. Ich dachte, da oben habe ich jemanden gesehen. Irgendwas war da. Pass auf, der könnte sich jetzt hier vergammeln und dann... Ich gehe mal rückwärts, ne? Also, falls der irgendwie so... Scheiße. Richtig kacke Pose hier, Lick. Vom rechts ganz offen. Ach ne, es war nur ein Vogel, jetzt weiß ich's. Okay, dann können wir hier weitergehen. War nur ein Rabe. Läufst du gerade? Ja. Vielleicht die Vögel nicht aufschrecken. Ich weiß einfach gerade nicht, ob ich jetzt mit Revolver rumrennen soll oder doch mit Liebe Langwaffe, falls er ein bisschen weiter weg ist, weißt du? Ich überlege auch gerade richtig, was ich machen soll. Aber es ist wieder eine urige Runde. Die gleich wieder beim Schlechter, wir gleich beim Meuchler, aber bei uns sind die ganzen Spiel anscheinend. Hm. Boah, shit. Ich mag nicht die Raben aufscheuchen. Ich weiß nicht, was wir machen sollen, Mann. So, oben sind die Raben. Ja, ich hänge! Da wäre ein Fahrstuhl. Zu laut, oder? Oh ja. Was, Schritte? Oder? Nee. Oh, crap. Shit. Doch, Schritte. Schritte? Ketten. Direkt über uns. Vorsicht dabei. Vielleicht schaut runter. Hier. Oh, lol. Jawohl. Nicht zu früh freuen. Dass du die gerade mit Fächern erwischt hast, Respekt. Ich habe bis jetzt jeden mit Fächern gekillt. Aber ey, toll ist es. Ich muss nachladen. Ja. Deck mich. Jetzt ist er natürlich im Wasser, das ist richtig doof, den kann man... Wollte gerade sagen, ja. Da ist ein fetter... Sag mal, es hat aber gar nichts geblinkt, oder? Nichts?
Also es blinkt auch jetzt nichts. Ich verstehe das Prinzip nicht. Haben sie es komplett rausgenommen, oder? Du hast doch gesagt, dass sie da was geändert. Ja, aber normalerweise, dass das dauerhaft rot blinkt, wenn dauerhaft Leute im Umkreis von... Ja, anscheinend. Oder halt dauerhaft weiß blinkt, wenn keine mehr da ist, aber... Wollen wir den eigentlich da liegen lassen? Ja, was soll man sonst machen? Aber anscheinend war der allein, oder? Was soll man sonst machen? Ich kann den nicht anzünden. Kannst du ihn anzünden? Nein, nein. Also. Ich habe gerade überlegt, ob wir ein bisschen campen sollen. Irgendwie... Box mich gerade irgendwie nicht drauf. Ich bin jetzt nur nicht... Wir müssen jetzt halt... Ich bin mir halt nicht sicher, ob jetzt irgendwo ein anderer noch irgendwo rumlungert und campt und Angst hat. Und wir jetzt dann irgendwie so sagen, ah, wir hören nichts mehr, nichts mehr. Weißt Moment, beim Schlechter ist auch gerade aktuell nur ein Ding genug. Aber es waren schon mal zwei aufgenommen. Achso. Ah ja, stimmt, da hatte jemand, glaube ich, was verloren, das kann sein. Warte, schauen wir mal kurz, wo sind die dann? Ja, wo ist denn das? Wird gerade nicht angezeigt. Nee, ich verstehe es gerade voll buggy alles irgendwie. Ich will gerade echt rauszugehen, ehrlich. Irgendwie ist das die Runde ganz suspekt. Ich will auch nicht mehr gegen den kämpfen, weil hier waren so viele. Deck mich mal kurz. Was sieht das noch, Monster? Ja, ja, ich sehe es, deswegen deck mich mal kurz. Danke dir. Sollen wir mal hochgehen oder so? Wieder in die Lage checken oder? Ja, ich überlege nur gerade, wo man am besten rumgeht, ohne dass man gleich eine Kugel reinfängt. Das ist eine Leiter, oder wir gehen wirklich durch so ein Tor oder sowas. Aber du bist ja eigentlich auch immer noch unten, ne? Oh, nee. Von jeder Seite erschossen werden wieder. Hier die Brücke. Meinst du? Mal hier jetzt einfach mal. Mal durchgehend weiter außen rumrennen, vielleicht kommt man da irgendwo hoch. Ach du Kacke. Nicht, dass der da schon irgendwo rum... Ich gehe jetzt über die Brücke mal rein, okay? Mhm. Ich komm mit. Raben? Hab ich die aufgeschreckt? Okay. Boah, das ist hier echt unübersichtlich, muss ich sagen. Oh Gott, das Willen, da ist ein Feuertyp. Oh nein. Schlag, ne? Wow. Kosten? Ah, ja. Ich geh mal auch lieber rein, bevor jetzt. Monster. Ja. Ich will gerade echt, ob wir anfangen sollen gegen den Assassin. Bisschen nur. Manchmal rein. Bisschen aus Abfeuer und wieder raus. Und zu gucken, ob der andere reagiert. Kann es sein, dass er vielleicht echt alleine war irgendwie? Ja, dass es irgendwie der letzte war. Ich glaube, ich habe aber drei Leute gekriegt. Ich weiß nicht, einen haben, glaube ich, immer wieder belebt. Das war jetzt richtig unübersichtlich, wie viele Teams ja, und so weil, da sind. Ja, weil gerade sehr ruhig ist und so. Also, Ja, ja, das, aber wir sollten uns davon nicht beeinflussen lassen, großartig. Aber wie gesagt, das wollte ich eben auch vorschlagen, dass wir dort irgendwie vorsichtig rübergehen, natürlich, also immer gezielt, aber wir gehen schon vor. Weil ich glaube, das ist ja in dem Haus vor. Nee, links von uns. Ja, in diesem großen Haus irgendwo. Nee. Achso, doch in dem Haus. Mhm. Hier ist er drin. Da könnte man versuchen reinzukommen. Halt, ich müsste mich theoretisch heilen. Oh, ich kann mich nicht mehr heilen. Okay. Was? Warte, dann bleib da. Heilung muss zurück. Ja, dann komm her. Komm hier rein. Oder geh mal da. Ah, hier ist das Ding. Ja. Oh, perfekt. Oh, einmal Glück gehabt hier. Munition wäre langsam auch ganz geil, ne? Da hinten, die stehen voll merkwürdig. Sollen wir nochmal zurückgehen, gucken, ob die Leiche noch da ist? Wäre schon nein. Sieht man eben was überhaupt? Weiß ich nicht, wenn wir ganz nah hingehen, ja. Aber ich glaube, wenn hier jemand wäre, der hätte doch schon längst auf uns geschossen, oder? Aber Luft anhalten kann man nicht in dem Spiel, oder? Nee. Boah, wir gehen weiter, komm. Aber oben lang. Oder ist unten. Je nachdem, was. Nee, oben. Ist Holz oder besser oder. Ich renn mal vor. Oh, dass man jetzt nicht sieht, wo der andere Typ ist. Ich glaube, hier müsste das sein, oder? Das ist er, ja. Naja, hier muss der drin sein, ich.
Ja, ja. Okay. So, ich geh mal. Mach die Tür zu, ne? Die musst du wieder aufmachen, wenn es ist. Vorsicht. Ich geh mal ein bisschen rum und. Oi! 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 Au! Hier der Muni. Ah, ja, da ist fast gut schon in der Nähe. Ah, ich blute. Bist du eigentlich rum? Alter, wie der mich gehittet hat, Alter. Ich geh kurz wieder runter und geh vielleicht nochmal zu dem Leben-Ding, okay? Ja, ja. Nachdem ich nachgeladen hab. Oh, das Nachladen dauert so ewig, ey. Hä? Achso. Vorsicht, der ist direkt vor dir. Ah, ich muss nicht mehr nachladen, ey. Aber wir haben ihn gleich eigentlich. Ja. Oh, nein, ich bin sichtbehindert. Oh Gott, das Film bei mir ist auch. Ah! Lad nach. Also diese Ketten, oder? Das kann die Muni mehr. Oh, fuck! Ach, schon wieder erwischt. Ganz ruhig. Passen. Fuck, Alter. Das muss ich. Ich glaube, den Rest mache ich mit der Ding, weil ich mag den Revolver ein bisschen behalten. Oben wäre Muni. Da habe ich schon geholt. So. Wo ist der? Oben, erst zu dir erstmal. Oh no. Da muss aber nochmal Muni sein irgendwo. Oi. Hast du hier die Muni auch genommen? Ja, Vorsicht! So. Er ist tot! Jawohl! Verbannen gleich. Oh, ich hab wieder Full HP. Nice. So, gut, ich eine Kugel, also. Ah, hier Muni. Psst. Danke, das haben wir nicht gesehen. Hab ich gerade ein Tor gehört? Was ist hier eigentlich für ein Tor? Achtung, ich öffne ein Tor. Ah, hier kann man runter gucken. Aber keine Treppe. Hier wäre Leben gewesen. Gut zu wissen. Ah, okay. Jetzt vor allem. Aber ich glaube, ich verstecke mich hier in die Ecke und ganz ehrlich, ich hab hier. Echt, das ist wie so eine Ecke. Ich verkämpfe mich da jetzt einfach. Wenn jemand vorbeilauft, erwische ich den. Ja, und ich gehe dahin, weil da ist direkt eine Leiter. Und die Treppe. Ja. Kann er bitte auch irgendwie hochkommen oder wie sieht es bei dir aus? Ich glaube nicht, also wenn du nur vorbeilaufst. Ich bin ja genau, der einzige Ort, wo er hochkommen kann, ist hier eigentlich. So was ich sehe. Und pass aber, hinter dir ist eine Tür. Ja, ne? Genau. Ganz viele Fenster gibt es hier. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber normalerweise dürften die ja nicht gut rein sehen. Aber ich verstehe das nicht. Wieso wir den einen nicht sehen? Na. Ist der eigentlich schon draußen? Ich weiß nicht. Weil es so ausgekraut ist schon? Obwohl, da müssten wir aber unten eigentlich noch das andere sehen, dass eins noch frei ist eigentlich. Ja eben, irgendwo müsste ja der Blitz sein. Nee, da wäre es aber auch nicht mehr. Ach, Gottes Willen. Irgendwo müsste ja der Blitz sein, oder? Ja. Und rot heißt eigentlich ja, dass gerade jemand den hat, oder? Ja. Ja, wir können ja dann, vielleicht wenn wir das andere haben, vielleicht mit unserer Sicht. Ja, das wäre vielleicht blöd. Naja, schauen wir mal. Eigentlich jetzt könntest du ja noch die Sicht machen, jetzt sieht man das ja noch, oder? Ja, ich sehe aber nur das andere da. Ach so, ja, stimmt. Das aktuelle irgendwie. Ich verstehe das aber nicht ganz. Du siehst ja den Meuchler, oder? Wie er verwandt wird? Nee, nicht direkt, aber. Weil direkt nur bei der Leiche ist ja auch noch eine Treppe, wo es noch rumgeht zu dem. Nicht, dass sie dann extrem dreist sind, sag ich mal. Aber ich glaube, das traut sich fast keiner. Das Droid nach oben laufen, das Ding holen. Boah, jetzt hatte ich kurz Schock, Alter. Schock meines Lebens, ey. Weil die gerade so verbannt, da öffnen sich nur so außenrum so komische schwarze Wolken. Und es war jetzt genau eine schwarze Wolke, genau in dem Moment, wo du eigentlich gesagt hast, da ist eine Treppe. Genau in dem Moment bei der Treppe hat sich so eine schwarze Wolke. genau in diese Ecke, wo ich gerade hinziehe, da war so eine schwarze Wolke und da dachte ich, dass jemand da hochkommt.
Gehst du als erstes hin oder soll ich? Ja, ich geh schon. Ich stehe eigentlich direkt davor gerade. Ich bin nur vorsichtig wegen, weil da Fenster links sind. Vorsicht, am Ende wird's ja nun mal sehr laut. Nicht, dass sich da jetzt noch jemand hochschmeckt. Ich sehe niemanden. Aber schau du auch sicherheitshalber nochmal. Ne. Gut, dann gehen wir runter. Jetzt ist die Überlegung, suchen wir jetzt nochmal die ganzen. Sollen wir nochmal nach den Leichen suchen und vielleicht überlegen, ein paar Beutesachen mitzunehmen oder. Magst du lieber gleich raus? Wo ist denn hier der Ausgang? Ich finde ihn nicht. Ja. Ich finde den Ausgang nicht. So. Wo haben wir denn gekämpft? Ich kann das gar nicht mehr einschätzen. Hier irgendwo, nur hier hoch. Runter. Ja, genau, hier liegen die Leichen. Eins, da noch einer. Da noch einer. Ah, lol, hier. Drei Leichen. Ah, genau. An den kann ich mich erinnern. Den habe ich da schön erwischt. Das war schön. Das die andere liegt noch schön. Unten. Was, welche Waffen hatten der? Und ich glaube, der wurde mal wiederbelebt. Ah, die gleiche Waffe wie ich. Was hat der für eine Waffe? Schalldämpfer. Ach, dann haben wir wirklich zwei Teams ausgeschalten. Weil da unten liegt jetzt noch einer und der da hinten. Achso, den haben wir verbrannt. Das war der erste, den wir gekillt haben. Und dann der andere, der jetzt. Der andere muss da hinten liegen. Warte, da sind wir hier lang gelaufen. Hä? Moment, nee, ist er nicht da runtergesprungen? Doch, doch, nee, alles gut. War hier, oder? Ja, nee, weiter hinter noch. Aber krass, dass der genau dort runtergesprungen ist, wo wir waren, ne? Da hat der echt mal Glück. Also, nee, was heißt Glück? Mich hat schon gewundert eigentlich, dass er weiß, wo wir sind oder dass er. Gut, nee, der wollte, glaube ich, weglaufen oder so. Ach so, ja, gut, das ist oh, ja, ja, da liegt die Waffe. Ah ja. Da liegt da. Er. Hammer. Geile Scheiße, also ich glaube, ich habe nur einen gekillt. Ich weiß es nicht. Aber sollen wir jetzt nochmal runterrennen? Zum. Warte, ich schau nochmal kurz. Nee, also anscheinend. Ich, also. Da laufen. Wir müssen sowieso da runter zu den Ausgängen. Da laufen wir zum Cygrus. Wow. Digga, ich bin gerade in der scheiß Map und du fängst an zu schießen. Sorry. Ey, kannst du mich da nicht vorwarnen? Und wie ist das Visier? Hat sich schon was gebracht? Nö, also im Kampf habe ich es jetzt dazu genutzt. Aber sag mal, echt, wenn es ein bisschen weiter weg sind oder sowas, dann ist es, glaube ich, echt nützlich. So im Wald oder so, das wäre schon geil, oder? Oder jetzt so von hier bis zum Zaun, das wäre schon Hammer. Ja, genau, auf der Entfernung ist es echt gut. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Nee, das ist das erste Visier, wo ich sage, ja, da sieht man wenigstens noch ein bisschen was außenrum, was passiert. Was anderes ist ja furchtbar, dieses dünne Röhrchen da. Wow, cheers, wow. Da schießt jemand! Geh da rein, geh da rein! What the heck? Nee, oder? Das war schon ein Schuss auf uns, oder? Ja, ja. Ich habe auch irgendwas gehört. Moment. Zwei. Sind die hier, oder was? Hier ist Muni, ja. Falls du Muni brauchst. Sollen wir uns hier verbarrikadieren, oder? Also, ich habe Kettenrevolver. Ja, ich auch, deswegen finde ich es hier eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Hier kommen sie nicht rein, hier ist eine Stahltür, die hören wir. Da ist eine Leiter. Könnten sie halt was runterwerfen, Glück. Ja. Okay, das kam jetzt leicht unerwartet. Ja. Mich wundert's auch ein bisschen. Holy shit. Aber pass auf, weil die könnten hier überall durch die Schlitze schießen. Aber das war von ewig weit weg, oder? Boah, Alter, ich hab so einen Assi-Platz, glaube ich, gerade. Alter, wenn die da vorbeigelaufen würden bei mir, oh, das wäre so geil. Ja, gut, aber ich sehe den Eingang. Wenn die da langlaufen würden, würde ich sofort sehen und. Wenn nicht, ob ich sofort schießen würde. Ich glaube eher nicht, weil. Wenn sie sich pushen würden? Die Wahrscheinlichkeit ist eher.
Also wenn sie dich pushen würden, wär's geil. Dass du dir damit den Ketten holst. Oh, wir... Gut, aber klar, die haben wahrscheinlich nur gewartet. Ja. Aber sind es jetzt die mit dem schlecht? Nee, kann nicht sein. Kann aber eigentlich nicht sein. Gut, aber ich verstehe das gerade nicht. Weil ein Typ ist nicht raus. Laut. Aber ja. Es ausgegraut ist es, oder ist das ein Fehler? Ich bin grad, weil es noch so richtig hellrot ist. Ja. Ich bin gerade. Aber mich wundert es auch, dass es rot und eins nicht ausgerotet ist. Das wundert, weil da müsste ja eine Beute eigentlich noch irgendwo sein. Ach, keine Ahnung. Wie viele Sichten hast du noch? 4. Ich habe 2, warte, ich schau mal kurz. Die sind immer noch genau da hinten. Aber ich habe gerade nur eine Orange gesehen, vorne aber 2, also zu zweit müssten sie sein. Hm. Gut, und die sehen ja, dass wir hier sind, ne? Das ist ja das, auch das Allerschönste. Durch den Blitz jetzt, also theoretisch. Ja. Tja. Hm. Das ist jetzt doof. Weil ich würde eigentlich schon rauskommen. Naja. Matt, in welche Richtung müssten wir laufen? Wir müssten in Richtung 255 ungefähr laufen. Da ist der Ausgang. Naja, wir kommen da nicht weg. Also wenn wir da jetzt weglaufen, die schießen uns in den Rücken rein. War es eh Glück, dass man nicht Headshot gleich kassiert hat. Ja, das hat mich schon fast gewundert eigentlich. Die machen irgendwas auf. In der Schiebetor oder sowas? Mach mir nicht so eine Angst. Sorry, das war ich. Bisschen Angst, das wäre so ekelhaft, wenn sie mich von oben irgendwie durch irgendeinen Schlitz erschießen. Das wäre aber schon wieder fast typisch. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Oh ja, die sind oben. Kommt, setzt einfach irgendwelche Luschen und lauft einfach rein. Und ich schieße euch beide von den Rücken rein. Fertig. Ich schau ein bisschen auf die Treppe, ne? Auf die Leiter meine ich. Okay. Schießen sie per Zufall rein, oder was? Oh, also ich dachte, wir hätten eigentlich schon alles hinter uns jetzt. Ja. Aber da war das komplette Team wirklich bei uns und die beim Schlechter, die sind irgendwie gekommen, oder? Das ist ja furchtbar. Die haben auch gleich hier einen Ausgang da gehabt. Wir müssen auf Ding achten, ne? Auf, das Gittertor hinten. Das ist zwar ein Tor, aber wenn sie das öffnen... Ich seh's. Also wenn es aufgeht, ich seh's. Ach, das siehst du sogar noch. Okay, krass. Also das hier, oder? Da. Ja, genau. Das siehst du? Krass. Ja. Also ich sehe jetzt den Gang, wo wir jetzt hingegangen sind. Da also kann ich dann, wenn sie bei mir vorbeilaufen und das Ding da. Also ganz blöd gesagt, wenn sie jetzt nicht unbedingt eine Schwarmbombe haben, ne? Oder eine gewachsene Dynamitstange, haben wir hier relativ gute Karten. Es sind nur 3 Eingänge, richtig, die wir relativ gut bewachen können. Wir haben beide Fächern und es ist ja Wasser, es ist normale Granaten oder sonst was, Feuerbomben und so, geht alles nicht. Das stimmt allerdings. Ja, aber ich weiß nicht, ob die jetzt angreifen. Schauen wir mal, wie geduldig die sind. Das weiß ich eben jetzt auch nicht ganz. Das ist halt richtig doof. Alter, hier über mir sind voll die Löcher. Gott. Ich habe immer jetzt Geräusche, als würden die irgendwas aufmachen. Irgendeine Metalltür, Tür oder sowas. Es ist regelmäßig der Ton vielleicht. Ach, keine Ahnung, was das sein soll. Ach, das lief eigentlich ganz gut die Runde bisher und jetzt müssen wir hier wieder campen im Keller. Ja, das nervt mich eigentlich. Ich habe keinen Bock auf Campen, ne? Aber ich hätte schon Bock, jetzt mit dem Charakter rauszukommen. Ja, das will ich eigentlich auch unbedingt. Warte, ich könnte noch einmal gucken, dann hätte ich halt meine Sicht komplett weg. Warte, ich mach's mal.
Also was ich jetzt... Ist das hier oben Loch? Nee, doch nicht. Also er ist immer noch da hinten. Immer noch da hinten? Sollen wir durch die Stalltür gehen? So hinten raus und dann vielleicht... Er wartet nicht. Das heißt, wenn er jetzt direkt da sitzt... Aber ich habe den anderen jetzt nicht gesehen. Also kann es sein, dass er vielleicht... Irgendwas ich habe es nur dahinter hingeschaut, ist die Sicht weg gewesen. Kann also sein, dass er vielleicht hier irgendwo über uns ist oder so. Blöd ist, wenn er genau dort ist, wo du hinguckst, ist er genau mittig von der Map. Und wenn wir einfach nach rechts zu dem Ausgang laufen, wäre es theoretisch vielleicht machbar. Ja. Und vor allem, ich glaube, die werden nicht angreifen. Also wir müssen fast was machen, weil die, wenn die nichts haben, dann werden die da sagen, wir haben nichts zu verlieren. Ich weiß nur, leider Gottes ehrlich gerade überhaupt nicht, wo wir sind, ne? Das ist das Problem dabei. Der eine wird 100 pro diesen Ausgang da abchecken. Ja. Erstmal eine Gegengiftspritze reingehauen. So. Gar nicht mal so blöd, ich hätte auch eine. Falls die Schwarmbombe reinkommt oder sowas. Wie lange hält die? So eine schwache? Ich glaube 7 Minuten oder sowas. Ich hätte noch eine Dynamitbündel, hätten wir noch. Ich hätte noch eine Blitzbombe. Eine Erstickungsbombe. Ich bin nicht noch voll ausgerüstet, wäre schon fast schade. Den wir noch nicht einmal heilen müssen auch. Ach, krass. Das ist jetzt die Frage, ob wir wirklich versuchen sollen, einfach wegzurennen oder ob du noch kämpfen willst, aber... Du hast noch 4 Sichten, oder? Mhm. Als ob wir irgendwo hinten rausgehen und dann, weil du hättest ja noch den Zoom, weißt du? Bisschen Vorteil vom Zoom her. Aber dann hätte ich gerne eine bessere Posi zum Battle, weißt du? Und ich wüsste gerne, wo der andere ist. Weil du hast ja noch 4 Sichten, du könntest dann nochmal kurz gucken, bevor wir rausgehen irgendwie. Gut, die werden nicht angreifen. Nee, wir müssen was machen, es hilft alles nichts. So, hätten sie jetzt angreifen wollen, hätten sie schon längst gemacht. Ich habe Angst, dass der oben da irgendwo rumgammelt. Gott, geht vielleicht nur einer erstmal, weil dann könnte der andere, ich weiß nicht. Soll ich mal gucken? Kannst du mal gucken, ja. Psst. Geh erstmal da ein bisschen vor. Ne, einer ist da und der andere ist, ja, da hinten beim Ausgang. Also eventuell. Also beide da hinten, was? Ja, in diese Richtung. Ich mache mir hier langsam das Tor auf. Ach, hier sind wir. Da ist nochmal Muni. Ach, der hat hier, ich glaube, der campt hier oben ab. Wo ist Muni? Da. Gehen wir mal da hinten lang. Da wäre eine Leiter, da wäre eine Treppe. Oder hier geht's hoch. Soll ich nochmal gucken? Ja. Beide da hinten. Hier wäre eine Tür. Hier. Achso, jetzt sind wir da. Hier durchs Ding. Was? Nee, Alter, das ist falsche Richtung eigentlich. Ja, scheißegal, erstmal weg, oder? Oh, lauf, 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 lauf. Oh nein. Oh. Okay. Nachladen. Und erstmal ein bisschen weiter hinter. Da können wir uns bei der Holzfabrik, da können wir vielleicht besser battlen. Ja. Ich lauf die nicht direkt hinter dir jetzt am besten. Ein bisschen zickzack. Ja. Geh da rein. Ich habe nur noch eine Sicht übrigens, ne? Und jetzt ist die Frage, soll man die abwarten oder? Warte, ich zieh mal ein bisschen nach hinten. Soll ich mal gucken? Ist letzte Sicht oder aufbewahren? Behalt's noch ein bisschen. Die Schießen haben es ja 100 pro gehört. Ja, natürlich. Ich würde vielleicht noch ein bisschen weiter gehen. Ach, ich weiß gerade nicht. Gerade schwierige Entscheidung. Wir könnten auch links da lang oder? Komm, lauf mal weiter.
Aber wir dürfen nicht eine ewig lange Ding machen. Irgendwo ewig lang über den Sumpf, weil das ist dann unser Todesurteil. Ja. Das ist gefährlich. Aber es muss was sein. Nein, ich hänge! Oh. Alle. Ich werde aber fast davon ausgehen, dass sie parallel zu uns rennen. Ja, es wäre mal interessant, wo die sind, ne? Aber. Gefährlich. Ja, der Sumpf hier, der ist gerade richtig kacke. Wir sollten vielleicht nicht zu weit ausmachen. Aber doch nee, lieber auf dem Festland. Wir müssen aber irgendwie runter. Ja, ich pick das mal ab. Mhm. Gottes Willen. Oh, die Brücke. Fuck. Richtig dumm. Die werden uns hier so abfangen. Du hast eine Sicht hast du jetzt noch, ne? Eine Sicht habe ich noch, ja. Ach, da kann man nicht lang. Shit. Vorbei. Ich dachte, dass ich da hinten jemanden langlaufen sehen habe. Bin mir aber nicht zu 100% safe. Aber ich überlege gerade echt, die Sicht vielleicht nochmal zu verwenden, bevor ich sterbe durch einen Headshot. Ja. Also ich schaue jetzt nochmal, okay? Ja. Keiner. Mann, niemand. Keiner. Nee. Danke dir. Ja, die werden beim Ausgang warten. Die werden auch nicht so blöd gewesen sein, uns hinterher zu rennen. Ja. Vor allem hier. Ach du Kacke. Oh Gott. Einzeln, nicht zusammen. Ja. Bin drüben. Warte, das Monster kommt zu dir. Ja. Ah, erwischt. Ich muss kurz warten, bis Leben wieder voll ist. Oder sollen wir einfach weiter rennen? Ja, die werden direkt bei dem Ausgang warten. Wir werden um den Kampf nicht rumkommen, ne? Boah, das wäre natürlich richtig bitter. Ich hasse es, wie die Pest im Sumpf zu kämpfen. Sieht man da was vielleicht? Ist das ein Boot vielleicht? Können wir hier? Das ist ein. Nee, kein Boot wahrscheinlich. Aber können wir hier vielleicht am Wasser entlang? Ja, aber Wasser ich hört. Gehe hier am Wasser. Okay, ich gehe woanders ein bisschen lang. Bist du gerade gesprungen? Ja. Ja, hier ist gerade blöd. Da können wir nicht rüber einfach so. Alles abchecken da. Jeden Quadratzentimeter jetzt von dem Ding. Schau mal da. Ich bin mir nicht sicher. Sieht aus wie ein Stein, aber auch wie Beine irgendwie. Moment, irgendwie. Ich habe Angst, dass die hinter mir auftauchen. Hab ich so ja. Angst gerade. Ich zuerst und dann du. Oder soll man ein bisschen. Ach, geh mal da lang. Geh mal da ein bisschen links. Moment. Ach, ich hänge. Ich hab so Angst, mich gerade irgendwie reinzubacken irgendwo. Boah, ich weiß gerade nicht, ob ich mit Revolver rumlaufen soll oder mit meinem. Ich auch nicht ganz. Vor
Mann, wir haben uns echt, echt gut versteckt. Oder wir laufen jetzt komplett außen rum, was sie nicht erwarten, und dann rennen wir unten raus. 20 Minuten hätten wir noch. Ja, ehrlich jetzt. Da müssen sie uns hinterher rennen. Wenn wir einfach durchrennen, ja, wieder ein bisschen zurück. Das erwarten die jetzt überhaupt nicht. Also ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Leicht, also sofort gleich rechts und schräg runter. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das ist ein Fetter, den müssen wir ignorieren. Die Raben müssen wir auch ignorieren. Oh, Wasserviech. Gott, der ist voll reingerannt, direkt vor mir. Shit. Darüber. Scheiße. Da musst du machen. Gott, Scheiße. Musst du machen. Das gibt's doch nicht. Sag mal. Hä? Nein! Wisst ihr, wie ich das scheiße an? Sind wir hier irgendwie. Das ist unser Glück, das ist ja, unser Glück. Ja, ich geh erstmal wieder da runter hier, weil ich was sicherer. Scheiße! Das kann jetzt nicht wahr sein. Also wir kommen da echt nicht weg, ne? Das ist wie so eine Sackgasse hier komplett. Du kommst nicht nach rechts. Hast du gerade Nahkampf gemacht? Ja. Ich will eigentlich nur aus dem fucking Sumpf raus. Oh, alles sumpfartig. Wow, wie viele Viecher gerade rechts. Komm, ich hab keine Ausdauer mehr. Boah, nicht hintereinander. Oh Gott, es. Okay, jetzt du. Ich geb dir Deckung. Viele Steile müssen wir nach unten irgendwie. Ich bin da ein bisschen verwirrt. Dass die nicht so aggressiv hinterher rennen. Ja. Ja, ich auch. Eigentlich. Oh nein, nicht Steam! Oh Gott. Irgendwie habe ich fast das Gefühl, die sind vielleicht irgendwie so auf K und stehen immer noch da hinten. Ja, aber irgendwie haben die ja geschossen, ne? Stimmt, wir hatten die jetzt aber voll in die Arme. Also, wenn die jetzt noch wirklich da wären, müssten die genau da sein, wo wir jetzt vorbeirennen. Ja. Das wäre mal ironisch. Ach, leck mich doch. Ach, das habe ich hier so offen. Ja, nee, muss sein. Alter, die hat jetzt komplette Schüsse ausgehalten, ne? Aber der ist gegen Giftschutz gehabt, glaube ich, oder? Ah, ja, stimmt, das ja. Theoretisch mal gucken. Das werde ich jetzt auch benutzen, jetzt schnell, warte kurz. Für Falle nochmal seiner. Außer die 7 Minuten oder so sind halt schon um, das ist halt. Nee, ich hab die nicht benutzt, ich hab sie eben jetzt reingehauen. Ach so, jetzt also. Da ist nochmal Muni, ist auch nicht schlecht. Oh, scheiße. Warte, wie laufen wir denn? Ah ja, gut. Geh mal runter. Alles so viel Wasser hier in dem Scheiß-Level. Unglaublich, ja. Also ich tue mich richtig schwer, hier gerade irgendwie einen Weg durchzufinden. Hä, wir laufen zurück? Wir laufen gerade nach oben, ja. Ah, jetzt gehen wir wieder runter. So. Hunde? Also wir versuchen jetzt wirklich. Hast du die Hunde aufgeschreckt? Ich bin gerade nicht sicher. Na. Also wir versuchen jetzt den unteren Ausgang, oder? Ja. Alles klar. Ich hoffe, dass sie das nicht erwartet haben. Irgendwie wollte ich echt den Kampf aus dem Weg gehen, weil die. Das wäre mir so zu schade gewesen.
Ja. Nein, daneben geschlagen. Ah, oh, nein! Feuer! Oh, sehr gut. Eigentlich direkt in die Kirche rein. Oh, ja, dass nein, hier so viele Viecher sind. Heute noch. Was? Nein, ich habe keine Ausdauer. Lul. Könntest du bitte schnell, schnell, schnell. Danke dir. Lol, mein, ich wollte gerade festen Angriff machen und meiner hat gar nichts gemacht. Lul. So ein. Ja, ich muss auch gerade ein bisschen aufpassen. Bist du nach oben, ja, wohl letztes Mal. Kurz auftanken, weil wir haben ein paar Mauern um uns rum. Ich hoffe, dass wir die ein bisschen verwirrt haben. Dass sie es nicht so schnell gecheckt haben. Ja. Gut, wir haben jetzt noch nicht geschossen und so, also. Doch einmal habe ich geschossen wegen der. Wegen der Bitch. Gott, vier so Viecher. Kannst du? Geht's noch? Oh, Scheiße! Hab ich erwischt? Was? Hab ich dich erwischt? Nee, ob ich dich erwischt habe. Nee, nee. Nee, oh, ich hab voll gemacht. Ich dachte, ich hab dich erwischt. Ich hab grad so ausgeschaut, als hätte ich dich voll getroffen. So, okay. Jetzt sind wir da gleich durchs Maisfeld, oder? Ja. Alter, geh mir grad echt hier auf den Keks, ne? Okay. Danke dir. Ich hab echt viel Leben verloren bis jetzt, ne? Holy Alter, shit. Alter, ich muss nochmal kurz auf Wasser hochpumpen. Achso, die Ausdauer. Aber wir sind gleich da. Ja, ja, gut, okay dann. Aber halt, wenn so ein Monster kommt, so. Ja, ja, ja. Ich so gehe auch kleiner kurz, Strich, ja, ich gehe auch kurz Geld langsam. Reicht. Jawohl. Was ist denn der jetzt? Komm an! Rüber! Ich hätte jetzt gerne nochmal eine Sicht. Ja. Da ist ein Boot. Ach, das ist das Schiff. Lol, seit wann? Oh, das ist denn um, das Schiff. Ich wollte gerade sagen. Oh, ja, das dachte ich mir. Dachte ich mir. Siehst du sie? Ich sehe sie nicht. Ich schon, getroffen. Dann markier, markier. Beim Baum. So, mal reingehen. Oh, ich bin getroffen. Der andere ist ein bisschen weiter rechts. Muss aufpassen. Einer kommt, der pusht. Der ist in dem Busch da drin. Da, ja. Links. Einer habe ich gekillt. Er ist tot. Der andere ist. Hier ist ein Monster. Hier ist ein Monster. Sollen wir vorgehen und hinterm Boot verstecken? Hm? Warte, ich überlege gerade, ich muss kurz heilen. Pass auf, dass er uns nicht rechts umläuft oder sowas. Ja, bin geheilt. Ich laufe jetzt links mal zum Boot. Ich komm mal. Ich guck rechts, du links, bisschen, okay? Ja. Ich nehme vielleicht die Ketten und Pistole. Ja, ich habe auch Kettenpistole. Aber vielleicht will er den eher wiederbeleben, ha? Und hat sich jetzt versteckt, bis wir draußen sind. Vorsichtig schießt. Oh. Oh yes. Also die sind mit uns mitgelaufen, die ganze Zeit. Ja. Aber wir haben es geschafft. Aber ich muss dir ehrlich sagen, hier war Kämpfen viel, viel schöner. Wir hatten jetzt eine schöne Position. Ja, vorhin, das wäre ja Katastrophe gewesen, glaube ich. Da unten beim dem ganzen Wasser und nee, ich glaube, das war die gute Entscheidung, da runter zu rennen. Ja, jetzt kann man es natürlich sagen. Ja, war wirklich eine gute Entscheidung. Hui. Was für eine Runde. Wieder ganz schön lang. Ja. Aber sie war. Wie viele? Typen haben wir eigentlich, Kill Day, eigentlich ist, zwei Teams, also vier und jetzt den fünften. Mal. Und vielleicht hat man einen mal wiederbelebt, aber ich glaube es fast nicht. Also drei, vier würde ich jetzt mal sagen. Schauen wir mal. Mitten Meuchler, ich fasse halt nicht. Getötet.
Aber die waren geduldig, die sind einfach nur mitgerannt und wollten uns eigentlich abfangen. Beim Vierjäger. Ausgang. Nein, Fünfjäger. Wow. Fünfjäger, jawohl. Ich weiß zwar nicht, wie viel ich gekillt habe. Also, der gerade eben, ich weiß nicht, ob ich den gekillt habe oder so. Ich weiß nicht, ich habe auch drauf geschossen, habe ihn einmal getroffen und dann ist er umgekippt. Ich weiß nicht, ob ich den gekillt habe. War exakt gleichzeitig, glaube ich. Ja. Aber war schön nett von ihm, dass das so frei auf uns zuläuft, ne? Im Wasser. Das war irgendwie. Ja, irgendwie so. Das Wasser. Danke. Oh. Eigentlich hätten wir den anderen jetzt auch noch killen können. Ne? Nee, das wollte ich jetzt nicht riskieren. Nee, riskieren, das wollte ich auch nicht riskieren, aber Alter, wie wenig Blutpunkte. Lol. Ja. Es ist so traurig. Fünf Jäger gekillt, ey. Holy moly. Holy shit. Oh yeah. Catwell. Uppercut. Oh, die ist gut. Ja. Ich bin zufrieden. Letzte Mission. Gesamte Tötungen 5, meine Tötungen 3. Also hast du 2. Nice. Ah, okay. Richtig schön, ein bisschen aufgeteilt. Also. Ja, dann habe ich wahrscheinlich den gerade eben ich gekillt. Dann. Das kann sein. Ja. Weil sonst habe ich keinen anderen tödlich getroffen. Irgendwie. Perfekt. Ja, du musst aber vorhin auch einen gekillt haben. Ja, genau. Das war das dann der im Wasser oder wie? Hast du den gekillt? Ganz am Anfang halt da irgendwie. Ja. Wo ich dann runtergesprungen bin, das war ganz geil eigentlich. Ja, stimmt. Ja, da warst du voll aggressiv, hat mich voll gewundert eigentlich. Voll hinterher. Ja, ich hatte halt die Kettenpistole, ne? Und einfach runter und. Ja, war saugut, war saugut. Und ich bin ja gleich hinterher dann und Hammer. Ja. War richtig gut. Gleich angezündet und so war Hammer. Eine unterstützte Tötung habe ich auch noch. Also, da habe ich die anscheinend. Aber das dann gerade halt bei dem wahrscheinlich habe ich die unterstützte Tötung bekommen. Ah, ja. Das waren aber dann 3 Teams jetzt bei uns am Anfang, oder? Ne, 2. Oder ich glaube, wir haben alle gekillt. Ach so, und 4. der ausgebrannt war, war vielleicht der, wo man alleine gekillt haben dann. Wir hätten gar nicht wiederbeleben können dann. Das kann natürlich auch sein. Ne, das war der erste, den wir gekillt haben. Den ausgebrannten. Da habe ich ja ein Feuer geworfen, der oben wurde ja, dann ja, genau, nervös. Aber der ist Teammitglied von ihm. Das war vielleicht den, wo wir am letzten gekillt haben, oder? Der runtergesprungen ist. Genau, das war der das kann der sein, der Wasser lag dann. Ja. Ja. Krasser Shit. Na gut, aber wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.